Moin moin meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Subnautica Below Zero Video. Und ja, heute muss ich euch ein kleines Geständnis machen, denn ich habe durch jemanden erfahren, der hat gesagt, du pass mal auf, ne, bald ist die Story, wir sind nicht mehr so weit entfernt, deswegen passt doch lieber mal auf, dass du vielleicht das mit Sam abarbeitest, dass du mit Sam halt die Story und so weiter da mal, ne, fertig machst. Und ja, ich muss sagen, ich habe dann ein bisschen geguckt, weil ich wollte nur ungefähr wissen, wie weit wir sind. Und das war gut, dass ich das getan habe, denn wir hätten sehr viel verpasst und das wollte ich nicht. Wir haben nämlich eigentlich die Möglichkeit, das mit Sam... Ich glaube nicht sofort aufzuklären. Ich weiß jetzt eine Sache, die wir machen könnten, die wir nicht getan haben. Und das war mit diesem Roboter, mit diesem Pinguin. Da sind immer diese Stationen gewesen und da kann man halt irgendwas, ich weiß nicht was, aber man kann da was mitmachen. Das habe ich ja schon gesehen. Aber ne, ich weiß auf jeden Fall, dass der Pinguin wichtig ist und dass wir da was mitmachen müssen. Mehr weiß ich nicht. Das ist alles, was ich weiß und das habe ich halt nachgeschaut gehabt. Ja, weil ich hätte uns sehr viel verpasst und das wäre natürlich schade gewesen, weil ich wollte das jetzt nicht nochmal durchspielen. Deswegen werden wir uns diesen Pinguin einfach mal bauen. Wir schauen mal eben kurz, wo der Pinguin ist hier. Da haben wir ihn. Da brauchen wir noch einen Kabelsatz für und Silikongummi. Kabelsatz und Silikon. Da haben wir Silikongummi. Jetzt brauchen wir noch einen Kabelsatz. Den können wir aber ganz einfach herstellen. Warte mal, habe ich... Okay. Genau. Und jetzt haben wir Silber hier. Nicht Diamanten, Silber. Sollen wir eben einen Kabelsatz herstellen? Wobei, Titan hätten wir auch gebraucht, oder? Ja, ich glaube, Titan brauchen wir auch. Genau hier. Speerpinguin. Without spy penguins, scientists may have never discovered that penguins incubate their eggs in small cave burrows, often alongside thermal lily roots. Genau, der, ohne Speerpinguine hätten Wissenschaftler möglicherweise nie entdeckt, dass Kegelpinguine ihre Eier in kleinen Höhlen ausbrüten, oft zwischen den Wurzeln von Thermalilien. So, und jetzt können wir nämlich zurückgehen. Und dort können wir jetzt das Ganze einsetzen. Ich weiß nicht, ob wir den Helm auch brauchen. Ich nehme vorsichtshalber mal mit. Weil der schützt uns ja vor der Kälte. Dann können wir das jetzt mal eben machen. Ich bin, wie gesagt, mal gespannt. Ich weiß, glaube ich, auch noch... Mensch. Ich weiß, glaube ich, auch noch, wo wir ungefähr hin müssten. Mal gucken. So, aber ich mache kurz einen Cut hier, weil ne, das dauert jetzt ein bisschen, bis ich da bin. So. Sind wir schon mitten hier in der Eiswüste. Ich nenne es jetzt mal einfach so. Aber ich muss jetzt erstmal den Punkt finden. Das wird eher die Herausforderung. Weil ich muss sagen, die Eiswüste ist gigantisch. Also hier gibt es so unglaublich viele Stellen. Wobei... Ich glaube, da vorne links. Ich glaube, hier. Hier irgendwo. War das entweder da oder hier irgendwo? Auf der rechten Seite war, glaube ich, die Höhle mit dem... Ich glaube, das war... Ich weiß nicht, ob das hier war. Nee, hier war der Schneepirscher drin. Hier hat ein Schneepirscher gelebt. Der lebt jetzt nicht mehr aus Gründen. Aber ich glaube, hier irgendwo war das. Hier war eine Höhle mit so einem Sender drin. Wir werden hier mal ein bisschen tauchen und dann schauen wir mal, ob wir dann da vielleicht was finden können. Auf der anderen Seite. Ha, hab ihn gefunden. Der war hier. Ich zeig's euch mal eben. Hier in der Höhle. Ne, musste ein bisschen schwimmen und jetzt bin ich hier... drin ist. Und das ist, glaube ich, der Sender.
wo man den nämlich benutzen kann. Ach, das ist ja cool. Hier kann man Quarz. Das ist ja cool. Aber hier scheint nichts Wichtiges zu sein, ne? Quarz nur. Ein paar Quarzkristalle sind hier. Aber sonst nichts Relevantes. Aber ich glaube, es gab hier noch einen Punkt irgendwo, wo man den nutzen kann. Das Ding ist ja cool. Ja, dann werden wir uns mal die anderen Punkte angucken. Ich glaube, dass es hier einen anderen Punkt gibt. Ich werde mich auf die Suche machen, aber da das hier riesig ist, mache ich halt mit Cuts, weil ansonsten würde ich die ganze Zeit hier die ganze Zeit suchen und das würde einfach verdammt lange dauern. Das wäre für euch nicht sonderlich interessant, glaube ich. Hier ist einer. Hier oben bin ich gerade hier runtergelaufen und hier ist er. So, mal sehen, was wir hier Schönes finden können. Ich glaube, sonst gibt es hier keinen mehr. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber an den hier habe ich mich noch erinnert. Hier ist auch wieder Quarz. Davon ist ein Magnetit. Aber sonst halt auch nichts, ne? Nichts Interessantes sonst. Nichts von Relevanz. Nö. Da ist auch nichts. Nö, nichts Wichtiges. Gut. Nehmen wir den Stuff natürlich mit hier. So, und weiter geht die Suche hier. Nach weiteren Beacons. Ich guck noch mal, ob welche da sind. Ansonsten weiß ich noch, wo einer über der Brücke oder nach der Brücke kommt. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas Wichtiges ist. Aber kann man trotzdem mal reingucken eigentlich. Also ich bin immer noch auf der Suche hier. Aber ich bin mal gespannt. Hier unten habe ich noch ein paar Pinguine gesehen. Und ich habe eben auch irgendein Geräusch gehört, also dieses Bing, ne, von diesem Gerät, aber ich habe es bisher noch nicht gefunden. Vielleicht ist das hier irgendwo. Nee, da war ich schon drin. Das war es nicht. Schneefuchs. Ne, habe ich hier irgendwo ein Geräusch gehört. Ich kann nicht sagen, wo. Ich glaube, ich gehe da hinten noch mal hin und gucke da ein bisschen. Also hier vorne habe ich dieses Geräusch gehört von diesem Gerät. Aber ich sehe keins. Ja, vielleicht finden wir noch eins. Muss noch ein bisschen suchen hier. Ich habe es gefunden. War hier. Seht ihr das? Ich hätte einfach nur da runter gucken müssen, ey. Oh, ich bin aber auch manchmal so ein Idiot. So. Guck mal hier mal rein. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Kuhdrückgehalten zur Selbstzerstörung. Eine Selbstzerstörung. Was ist das denn? Gegenmittel. Gegenmittel. Oh, geil. Ja. Ich weiß, was wir machen müssen. Ich denke, dass ich es weiß.
Aber das war gut, dass wir diesen Hinweis bekommen haben, ne, dass ich nachgeguckt habe. Weil. Ja, geil. Jetzt weiß ich auch genau, was wir machen müssen. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zu einem weiteren Story-Fortschritt führt, aber ich weiß auf jeden Fall, was wir machen müssen. Wir müssen jetzt irgendwie zu dem Leviathan-Platz. Der ist, glaube ich, in der Nähe. Ich glaube, hier rechts ist der. Und was genau das bringen wird, ich habe keine Ahnung. To be honest. Ich habe keinen Plan. Also ich denke, dass es uns weiterführen könnte. Oder vielleicht einfach die Geschichte um Sam abschließt. Weil da sie das Gegenmittel versteckt hat, war ihre Aufgabe oder ihr Wunsch eigentlich, dass diese Infektion halt aufgehalten wird. Das ist, denke ich mal, so das, was Sam eigentlich erreichen wollte. Deswegen könnte das auch das Ziel von ihr gewesen sein und vielleicht war das auch ihre Geschichte. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Aber es fühlt sich, na, die Geschichte, die hier so erzählt wird mit Sam, das ist ja nicht so wie bei Alan, dass wir die ganze Zeit vorangetrieben werden, sondern es ist ja eher so nebenher, habe ich das Gefühl. So fühlt sich das jedenfalls, wie gesagt, an. Jetzt können wir bestimmt auch das Gegenmittel da oben verwenden. Ja, weil der ist ja mit diesem Erreger infiziert. Und vielleicht kommt der Leviathan auch nochmal frei. Wer weiß, ne? Wird schon einen Grund haben, warum sie den heilen wollte. Erstmal ein paar Bilder machen. I believe the antibacterial agent was effective. Without it, the bacteria could have spread. Now it cannot. Your sister's memory will live in you through this gesture. It feels good. Doing this one last thing for Sam. I feel like I got some closure. My people do not experience endings as you do. Do humans feel joy in realizing that you've reached the end of something? Sometimes. Closure is a sense of resolution, like knowing that even though it still hurts, it'll be okay. I did what I came to do. I found out what really happened to her, and I got to finish her work. I learned a little bit more about the person I've looked up to for, well, my whole life. I wish I'd told her that more. Sam always wanted to make a difference. She wanted the bacteria contained to keep everyone safe. I'm grateful to give her that. I just wish I could have said goodbye. Also, ich muss ehrlich sagen, ich finde das eine coole, einen coolen Abschluss für diese Geschichte von Sam. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hätte ich nicht nachgeschaut und den Hinweis bekommen, dass der Pinguin wichtig ist, dann hätte ich das nicht erfahren. Dann hätten wir diese Geschichte mit Sam niemals abschließen können. Never. Hundertprozentig nicht. Das hätte ich niemals rausgefunden. Deswegen vielen, vielen Dank an die, die schon so einen kleinen Hinweis in den Kommentaren gelassen haben. Hier Goofy Star vor allem, der hat es ein bisschen eindeutiger formuliert. War, glaube ich, auch derjenige, der mich darauf hingewiesen hat. Und ne, jetzt kann ich verstehen, warum. Erst dachte ich, das wäre, da will mich jemand einfach nur spoilern und abfacken. Auch wenn Goofy sowas normalerweise nicht macht. Aber das war ja nur nett gemeint, weil man kann wirklich es so schnell verpassen. Das heißt so schnell, aber man kann es einfach verpassen. Selbst wenn man hier ist, selbst wenn man den Leviathan gesehen hat, kann man es halt verpassen.
weil man nicht unbedingt drauf kommt. Und das finde ich, ja, schade. Ne? Finde ich sehr, sehr schade. Weil eigentlich, ja, hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen intuitiver ist. Aber gut, vielleicht ist das einfach Subnautica, ne? Vielleicht muss das ja nicht mal was Schlechtes sein. Dass man einfach dazu aufgefordert wird, auch mal selber ein bisschen was zu gucken und viel nachzuschauen und wirklich auf Details Acht zu geben und alles zu erforschen. Und da bin ich, glaube ich, nicht so gut drin. Dieses komische Labor Zero oder sowas, da haben wir ja schon mal was drüber gehabt. Das habe ich auch noch nicht gefunden. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht finden, wenn ich nicht nachgucke. Und ich will eigentlich noch mehr nachgucken. Ne, das hat mir schon gereicht. Also ich möchte mir da nichts spoilern aus Versehen. Und ich will jetzt einfach die Story mit Alan machen. Und die Sachen für ihn bauen. Allerdings wird eine Sache wahrscheinlich relativ schwierig. Und zwar brauchen wir ja ein paar Teile. Zum Beispiel, Sekunde. Für die Organe. Eine Wurzelblase und Polyanilin. Polyanilin kriegen wir hin, aber die Wurzelblase... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo eine Wurzelblase sein soll. Deswegen, da müssen wir nochmal schauen, ob wir die finden. Ach, und da oben. Oster. Das wird nochmal richtig interessant. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und dann werden wir schon mal einen Teil herstellen. Ich werde schon mal zur Basis gehen, dann stellen wir schon mal das erste Teil von Alan her, würde ich sagen. So, ich wollte euch eben wieder dabei haben, denn ich habe eben in meinen Kommentaren geguckt und da hatte nämlich der Goofy, hat da was geschrieben gehabt. Und zwar, die Wurzelblasen habe ich schon gesehen, aber nicht gescannt gehabt. Und das einzige Gebiet, wo richtig viele Wurzeln waren, war das hier. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Deswegen, ja. Ich bin aber auch ein Blindfisch, oder? Das ist so krass, ey. Ich nehme gleich mal ein paar mehr mit. Ich habe das überhaupt nicht gerallt. Aber ich wusste sofort, ne? Wo er gesagt hat, ich habe es nicht gescannt. Wusste ich aber sofort, wo es ist. Weil wir haben nicht wirklich viele Wurzeln gehabt, wenn man drüber nachdenkt, ne? Das ist das Einzige, wo richtig viele Wurzeln waren. Und dementsprechend auch das Einzige, wo es Sinn ergeben würde. Gut, das eine Gebiet da, da waren, glaube ich, auch ein paar Wurzeln, aber nicht viele. Also nichts, wo ich sagen würde, okay, das, ne? Da muss ich jetzt unbedingt an Wurzeln denken. Hm, Polyanilin, wie kann man das eigentlich herstellen? Das andere Ding da. Polyanilin, so hieß das doch, oder? Glaub schon. Ach, hätten wir sogar selber herstellen können. Salzsäure und Gold. Das kriegen wir hin. Ist so echt praktisch, dass alles so auf dem Weg liegt, ne? Die Wurzelblasen können wir auch eben einfach mitnehmen. Und ja, da normalerweise finde ich sowas doof, wenn man mir irgendwie Hinweise gibt, aber in dem Fall war es echt notwendig, weil anderweitig hätte ich es nicht gefunden. Deswegen bin ich da doch ganz froh drüber. So, und ich bin echt ein Blindfisch, muss man ja mal dazu sagen, ne? So, ich brauche Salzsäure. Habe ich eine Salzsäure hingepackt? Irgendwo habe ich hier Salzsäure reingepackt. Da. So, und jetzt brauchen wir dreimal Diamant und Plastahlbarren. Also ich bin mir sicher, dass ich noch irgendwo Barren hatte. Da. Waren das zwei oder drei Barren? Ich meine zwei Lithium, ja, das waren zwei.
So, dann haben wir den auch. Drei Diamanten und Synthetikfaser. Ach, wir können das noch gar nicht herstellen. Ich glaube, wir müssen erst alle Teile haben, um das herstellen zu können, oder? Okay. Wird sich gemerkt. Dann geht's runter in das Gebiet der Erbauer, beziehungsweise da, wo das Artefakt ist. Nee, das Artefakt haben wir schon. Ich meine, dieses Höhlensystem mit den ganzen Kristallen. Genau das meine ich. So, hier. Ja, dann geht's da jetzt hin. Und wir sehen uns dann gleich wieder, sobald ich da bin. Und ja, vielleicht schaffen wir heute noch ein bisschen was da. Wollt ihr mal was Lustiges hören? Genau neben Margarets Station liegt ein Pinguin. Da. Ein Speerpinguin. Wir hätten also ein Fragment davon schon relativ früh einsammeln können. Und ein Destillanzug. Was ist das denn? Ah, die Erforschung. Ach so, Wasserverlust wird bei der Erforschung feindlicher Umgebung. Ah, also man kriegt die ganze Zeit Wasser rein. Also Wasser wird gefiltert irgendwie und das ist ja cool, muss man nicht so oft trinken. Apropos trinken, habe ich genug? Ja. Können knapp werden. Aber das passt schon. Ich versuche auf dem Weg auf jeden Fall den ein oder anderen Fisch dafür einzusammeln. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Da ist sicherlich irgendwo ein Teleporter oder sowas. So, und hier sind auch schon die Kristalle. Geht's hier schön runter. Und mal schauen, ne, wie tief wir kommen. Ich will jetzt erstmal zu der Stelle, wo wir letztes Mal waren, wo ich nicht weitergekommen bin. Wir sind jetzt schon auf 637 Meter. Es geht immer tiefer. Ich werde mal eben vorsichtshalber das Teil hier reparieren. Bin mir relativ sicher. Dass es eventuell problematisch sein könnte. So, hier werde ich jetzt auch nicht cutten, weil hier bin ich an dem Punkt, wo ich letztes Mal nicht weiter bin. Weil geht ja nicht, weil ne, Hull Damage halt. Hier geht es noch weiter runter. Ups. Ja gut, in die Spalten hier müssen wir anscheinend nicht. So. 680 Meter sind wir schon bald. Der Leviathan scheint gerade nicht hier zu sein. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Das ist ein bisschen beruhigend. Ja, das hier sieht richtig aus. There is definitely something of value nearby. It could help you build my body. Oh ja. Das klingt sehr gut. Da haben wir auch schon Alien-Technologie. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Aber ich sehe gerade, die Episode neigt sich auch dem Ende. Das heißt, kurz bevor wir da sind, muss ich leider einen Cut machen. Aber in der nächsten, ja, im nächsten Video werden wir auf jeden Fall weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.